Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, die tiefgrüne Maske, also dem ersten DLC. Ja, beim letzten Mal haben wir den Pokédex vervollständigt, also den Eintrag dazu dem Professor gezeigt. Wir haben einen Schillerpin bekommen, das heißt, dass jetzt wesentlich mehr schillernde, also shiny Pokémon auftauchen. Und wir haben Jo irgendwie wütend gemacht und darauf folgend hat er hier gegengeschlagen und die drei Gefährten sind freigekommen. Die wüten jetzt hier rum. Ja. Und die werden wir heute versuchen aufzuhalten. Aber zuallererst gibt es Pokédex-Einträge für euch, weil ich habe ja noch haufenweise für euch. Über mir ist wie immer ein Zeitcode, wenn ihr die Einträge überspringen wollt. Es sind wieder 15 heute, jeder 5 von uns. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach direkt los. So, als allererstes habe ich Kommandutant für euch. Das Weisheits-Pokémon. Es lebt friedlich in den Tiefen des Waldes. Sein lila farbiges Umhang, ähnliches Fell, wird immer länger, je älter das Pokémon wird. Denn als nächstes Magnetzone, das Magnetgebiets-Pokémon. Ein besonderes Magnetfeld ordnete Magnetons Moleküle neu und es entwickelte sich zu Magnetzone. So, als nächstes Kapuno, das Haut-drauf-Pokémon. Kapuno lebt in den Tiefen von Höhen. Da es dort kaum Nahrung gibt, weiß es alles, was sich bewegt und versucht es zu fressen. Hier dann direkt darauf folgen die Entwicklung. Duodino, das Grobheits-Pokémon. Seine beiden Köpfe haben unterschiedliche Vorlieben. Da sie sich ständig bekämpfen, werden sie auch ohne die Hilfe anderer stärker. Und zu guter Letzt die Drittentwicklung. Trikefalo, das Brutal-Pokémon. Man sagt, es sei so gewalttätig geworden, da die Menschen es einst als Verkörperung des Bösen verabscheuten und es ohne Unterlass angriffen. Irgendwie traurig. Ist eigentlich ein cooles Pokémon. Na gut, Leute. Ich sag dann mal, Noir ist als nächstes dran, euch die Pokédex-Einträge vorzulesen. Viel Spaß, Noir. Yay, ich bin dran mit Vorlesen. Das ist Rotom, das Plasma-Pokémon. Dieses Pokémon wurde lange Zeit erforscht, um als Energiequelle für besondere Motoren zu dienen. Als nächstes Quirtle, das Kohle-Pokémon. Kohle ist die Quelle seiner Energie. Es lebt daher meist in Bergen, die ein großes Kohlevorkommen aufweisen. Das ist Driftlon, das Ballon-Pokémon. Aufgrund seines ziellosen Herumschwebens wird es in einer alten Volkssage als Wegweiser für umherstreifende Geister bezeichnet. Und das ist die Entwicklung von Driftlon, Driftzeppli, das Luftschiff-Pokémon. Es transportiert Menschen und Pokémon, wohin sie fliegen, bestimmt jedoch ganz alleine die Windrichtung. Und als letztes Pokémon für heute, Liebeskuss, das Rendezvous-Pokémon. Während der Laichzeit versammeln sich zahllose Liebeskuss in Korallenriffen, wodurch die dortigen Gewässer rosafarben erscheinen. So drin, du kleiner Schlingel, ich wünsch dir viel Spaß. So, dann mache ich mal weiter. Das hier ist Baldorfisch, das Ballon-Pokémon. Angelveteranen zufolge sollte man Baldorfisch unmittelbar nach Abschuss seiner Giftstacheln versuchen zu fangen, weil es dann wehrlos ist. Als nächstes Alge, das Tang-Mimikry-Pokémon. Es ist ein miserabler Schwimmer. Gerät es in einen heftigen Sturm und wird weit weggespült, kann es mitunter nicht mehr nach Hause zurückkehren. Und hier direkt die Entwicklung von Algit. Tandrak, das Tang-Mimikry-Pokémon. Da Nomefin ein weitaus besserer Schwimmer ist, versteckt sich Tandrak zwischen Algen, um sich ihm zu nähern und es dann mit Gift zu lähmen. Ich habe mal wieder das Gefühl, nur Gift-Pokémon zu haben. Das hier ist Skunkapu, das Stinktier-Pokémon. Der Gestank der Flüssigkeit, die es aus seinem Hinterleib versprüht, dreht Menschen selbst auf 2 Kilometer Entfernung den Magen um. Braves Pokémon. Und hier das letzte Pokémon für heute, Skuntank, das Stinktier-Pokémon. Es greift an, indem es eine stinkende Flüssigkeit aus der Spitze seines Schweiß versprüht. Feuert es sie wiederholt ab, lässt der Geruch nach. Na dann, Shiny, bin ich los, jetzt bist du dort, ich hab keinen Bock mehr. Ja, Leute, das waren die Pokédex-Einträge. Ich würde mir sagen, auf zum Kultur-Zentrum, ne? Da können wir uns ja sogar hinporten. Ich hoffe jetzt gerade tatsächlich, dass die Viecher Randale machen, damit jeder merkt, dass der Oni eigentlich der Gute ist.
Eisendreck. Wir müssen ihm schnell seine Maske zurückgeben. Ich gebe mein Bestes. So Leute, ich habe euch den Laufweg mal erspart. Die werde ich jetzt wahrscheinlich fangen müssen. Diese Fieslinge fange ich ein. Und rette Ogerpon. Vielleicht hätte ich Vivillon in mein Team holen sollen. Darf ich überhaupt Pokébälle gerade werfen? Nein, ich darf die nicht mal fangen. Okay. Dann werde ich das wahrscheinlich danach tun müssen. Ogerpon, ich helfe dir. Fieslinge. Hallo, Schatz. Ach, alles vergeben und vergessen. Mir tut es doch auch leid. Ogerpon, meinst du? Das ist so ein schöner Moment. Dann muss ich die fangen.
Aber wir sind doch vier. Wenn man Ogapon mitzählt. Bitte? Let's go! Er begleitet mich? Okay. Ich dachte, er wäre vielleicht in meinem Team jetzt. Und da bin ich in Midoriya. Du brauchst keine Angst haben. Ich glaube ja. Sammeln Infos zu den drei Gefährten. Oder den drei Mistkerlen. Ihr könnt den Informationen haben. Opa. Oh, der ist gar nicht da. Ah, hier hat jemand auch mal was gesehen. Ich weiß nicht, warum das Spiel gerade so leckt, ne? Er hat Benesaru offenbar gesehen. Hallo. Hallo, meine Hübsche. Ja. Klar. Okay, sie ist offenbar zuständig für die Einträge hier. Gut zu wissen. Wir suchen gerade die Info zum letzten von den dreien. Hier, sie hat die Info von Inu. Komm, Pon.
Super. Diesmal kann ich sie dann wahrscheinlich auch fangen. Ciao. Ich würde sagen, für den Fall der Fangmöglichkeit hole ich eben kurz Vivillon in mein Team und gehe einmal nochmal zum Pokémon Center. Mit wem von den dreien würde ich denn überhaupt anfangen? Ich würde sagen mit Binnesaro, oder? Weil den haben wir jetzt schon einmal bekämpft. Markieren wir das als Zielort und wir treffen uns dann so auf halbem Wege dort. So, Leute, da hinten ist der See. Ogapon läuft neben mir her. Sehr schön. Mame Binnesaro lang. Wo ist Binnesaro gewachsen? Ich bin bereit. Riesiges Binnesaro. Ich darf die immer noch nicht fangen. Okay. Welches Typus hat das Pokémon eigentlich? Gift Psycho. Ich weiß, ich kann ja aus dem Wegen nochmal beim Pokémon Center vorbeigehen. Ich mache einfach bei jedem von den Terra. Und dann gucken wir doch mal Terra-Ausbruch in Eis an. Das habe ich noch bisher gar nicht gemacht. Hoffentlich. Nein, Morpeko! Den machen wir fertig. Für Ogapon. Ja, das hilft irgendwo. Ich denke mal, die anderen beiden werden auch ein bisschen größer jetzt sein. Also es wird bestimmt noch eine Möglichkeit geben, die auch zu fangen. Aber ich weiß dadurch, Vivillon kann ich erstmal wieder wegpacken. Ich glaube, nachdem wir sie einmal fertig gemacht haben, jetzt danach kann ich ihn nochmal fangen. Wäre jetzt mein Guess. Oh, Morpeko ist frustriert. Und Binnesaro besiegt. Gib die Drecksmaske zurück.
Fiesling. Die Brunnenmaske wurde zurückgeholt. Oh. Das macht Orapon bestimmt glücklich. Na gut, ich würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Oder besser gesagt bei einem Pokémon Center, weil ich wahrscheinlich erstmal meine Pokémon hochheilen werde. Ciao und bis zum nächsten Mal.